Da hat man gedacht, wenn auf der Alm wieder Erstligafußball gespielt wird, dann ist hier die Hölle los. Aber schauen Sie mal, denkste, die Sitzplätze sind zu teuer und bleiben leer. Nur die Stehplätze picke, packe voll. Die Arminia hat den schlechtesten Zuschauerschnitt der Liga. Und auch die VIP-Logen hoch oben stehen zu 80% leer. Auch heute die Alm nicht ausverkauft. Hier gab es keine Staus. Es kamen rund 16.000. Bielefeld in Blau-Weiß. Raufmann rausgeworfen, Walter verletzt. Da blieb Trainer Mittendorf. Für den Sturm nur der junge Stuttrucker als zweiter Mann neben Kunz. Und das war Armin Eck. Er ist wieder gesund und spielte für den Knieverletzten von Hesen im Mittelfeld. Zum Thema von Hesen kommen wir später. Jetzt erstmal die Gäste Bayer 04 Leverkusen. Mit René Riedlewitz, der Mann draußen an der rechten Außenbahn. Und Carsten Ramelow, leicht abgefälscht der Ball von Stratos. Erste Prüfung für Uldi Uli. Carsten Ramelow rutschte in die Anfangsformation für Nico Kovac. Schon fast eine halbe Stunde war vorbei, das Spiel bis jetzt ohne die großen Highlights. Bielefeld musste aber heute mehr tun als zuletzt beim so schwachen Auswärtsspiel in München. Die Arminia immer noch ohne Sieg in dieser Saison. Dann der Ball bei Silvio Meissner und Christian Dorns. Die Hand ging da wohl zum Ball. Der Pfiff ertönte, aber als alle dachten, Schiri Jansen hätte Hand gepfiffen, zeigte er einfach in die andere Richtung und gab Freistoß für Leverkusen. Er sah ein Foul von Kunz, das für mich keines war. Ein völlig üblicher Zweikampf. Beide rangeln, hier sieht man es gleich deutlich. Glück für Christian Dorns, Glück für Leverkusen, dass es hier keinen Handelfmeter gab. Schicksal, weiter ging's. Ecke, Eck. Und der Schuss von Reb. Kunz war es, der da verpasste. Stefan Kunz, im letzten Jahr spielte er noch bei Besiktas Istanbul. Und sein Trainer hieß, jawohl, er war es, Christoph Daum. Womit wir bei seiner Mannschaft wären, das Duo im Sturm bei Bayer Leverkusen hieß heute wieder Kirsten Meier. Und die bekannte Stärke der Daum-Truppe, das Flügelspiel. Links draußen ist das Jan Heinze. In der Mitte Kirsten. Das war nicht Uli, sondern Alu. Der Pfosten rettete für Stein. Wieder mal ein Kopfball der kopfballgefährlichsten Mannschaft. Kirsten hier Zweikampfsieger gegen Maas. Danach dann bittere Pille für Bielefeld. Meissner musste mit einer Platzwunde raus. Hopte kurz darauf auch noch mit einer Zerrung. Die Manndeckung also komplett draußen. Maul und Gerber kamen rein. Reb rückte zurück nach hinten in die Abwehr. Dann Leverkusen mit Sergio und C. Elias, heute nicht so stark wie gegen 1860 München in der Vorwoche. Dann wieder mal Jan Heinze und Paulo Sergio. Und drin. 0:1, 44. Minute, Führung für Bayer 04 Leverkusen. Und Bielefeld hatte die Gäste zu diesem Führungstreffer wahrlich eingeladen. Die Innenverteidiger noch nicht sortiert und Uli Stein, der hatte sich wohl auch ein bisschen verschätzt. Heinze hatte alle Zeit zum Flanken, Sergio allen Platz zum Köpfen und Stein durchaus nicht ohne Chance. Das Tor ausgerechnet durch den Mann, über den Daum letzten Samstag sagte, er fahre nur im zweiten Gang. In dieser Szene war es der fünfte. Halbzeit 0:1. Er fehlte den Arminen. Thomas von Hesen nach bereits 4 Knieoperationen droht ihm jetzt Schlimmstes. Daniel Günther sprach mit ihm. Muss man da jetzt, so bitter es klingt, um das Ende ihrer Karriere fürchten? Ist sicherlich eine Sache, die nach der Operation noch besprochen wird. Es ist sicherlich auch so, dass es bestimmt nicht einfach ist, jetzt danach wieder so den Anschluss zu bekommen, weil einfach der Schaden relativ groß ist. Also das muss man abwarten. Die Ungewissheit um ihn, sie wird bleiben mindestens bis kommenden Freitag, denn dann wird er wieder mal operiert. Hinein in Durchgang 2, auch ohne von Hesen, ohne Meissner, ohne Hopte. Bielefeld musste jetzt kommen, bloß nicht wieder, kein Sieg. Heiko Gerber draußen und der sieht Bode. Wirklich sehenswert herausgespielt, aber der Abschluss. Kein Problem für Dirk Heinen. Und irgendwie kein Wunder, wenn man diese Szene sieht, so schön sie rausgespielt war, dass Bielefeld es bis jetzt in dieser Saison erst auf 3 Treffer brachte. Bode hatte vergeben und Bode wurde gefoult. Zwar spielte Erik Meier hier erst den Ball, danach aber ein Foul am Bielefelder.
durchaus gelbwürdig. Gelb hatte er schon, macht zusammen gelb-rot für den Niederländer. Die Entscheidung von Schiri Jansen war durchaus vertretbar. Und wenn schon nicht mal die Erfahrenen bei Arminia Bielefeld treffen, dann kann es auch ein junger Bursche nicht schlechter machen als die anderen. Debüt für Josef Ivanovic. Im letzten Jahr war er Torjäger. Er war Torjäger bei TuS Kvelle und zwar mit 50 Treffern in der Kreisliga. Bielefeld zwar weiter überlegen, aber vor dem Tor nicht zwingend, dann Leverkusen mit einem der seltenen Konter. Sergio und Kovac. Er war für C. Elias ins Spiel gekommen. Was für eine Chance. Stein und die Latte verhinderten die Entscheidung 15 Minuten vor Schluss. Und dann die letzten Bielefelder Bemühungen. Die Zeit rannte davon. Stratus, der Libero, nahm es persönlich in die Hand. Und er schaffte es auch nicht. Es blieb beim 0:1. Bitter, bitter Bielefeld. Kunz und Co. auch im fünften Spiel ohne Sieg.